Ja, ich bin's mal wieder. Hier kurz ein bisschen da. Ah, Framerate bricht ein, weil ich mit Firefox im Hintergrund offen habe. Ich wollte bloß hier mal ein bisschen Garnisonszeug zeigen, denn ich habe hier einiges vor der letzten Folge echt umgebaut. Und habe hier auch. Boah, meine Framerate ist gerade richtig am Einbrechen, da muss ich so nach unten schauen. Aber dann stellen wir das hier mal fertig. Dann Wiederverwertung! Stufe 2! Was kann ich da jetzt eigentlich machen? Hey, wie geht's euch? Wow. Schönen Tag auch. Nichts. Kann ich da die Quest schon annehmen? Nein. Stufe 100 sein wahrscheinlich. Sägewerk. Stufe 2. Thrall Hall. Sammelt eine Holzprobe und bringt sich so Holz her. Oh, Thrall. Holzfäller, Gesell. Ermöglich es euch in Draenor mittelgroße Bäume zu fällen. Und ich krieg 100 gar nicht sonst. Ich hab ungefähr 2000 irgendwas gehabt und die habe ich alle, fast alle aufgebraucht. Ich habe 1300 aufgebraucht, einfach nur um hier mein Zeug auszubauen. Weißt du, solches Zeug wie die wie die Angelhütte und sowas, das ist eigentlich nicht teilweise, na gut. So falsch ist es doch nicht hier, Angeln eigentlich als nicht brauchen einzuschätzen. Das ist Angelhütte, Stufe 2! Also es ist eigentlich falsch, das als Stufe 2 einzuschätzen. Eigentlich als schlecht einzuschätzen, weil hier Angeln ist eigentlich sehr praktisch. Vor allem für Leute wie mich, die Kochkunst noch nebenzu machen. Da brauche ich einiges, aber na gut, momentan brauche ich hier Bärenfleisch, was ich mir mal holen sollte. Aber hier beispielsweise gedünstete Sonnenschuppenlachs, da brauche ich Sonnenschuppenlachs und den kriege ich hier beispielsweise nur durch Angeln. Oder im Aha. Aber im Aha ist das ganze Zeug so richtig arschteuer, dass ich das mir nicht leisten kann. Na gut, leisten kann ich es mir schon, aber ich würde es einfach nicht kaufen, weil es so teuer ist. Ich habe hier zwar richtig harten Money. Aber trotzdem würde ich nicht machen. Wieso ist da ein blauer Ork? Lol. Blaue Orks, dass es die gibt, wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich schneide es einfach in den nächsten Part. Oh, ich bin Level 99 und so und habe hier schon mehr als halbe XP. Obwohl ich habe gestern bloß ein paar von diesen Aufgaben noch gemacht, die ich da angenommen habe. Und heute kommt natürlich eine Folge. Verkaufe 640er Item nach Wahl. Jeder Verarbeitung habe freies Buch übrig. Oh ja, und das, was ich auch richtig toll finde, wenn man hier so Sachen abbaut, dann springen da ab und zu mal solche Viecher raus, wie gerade eben, wie dieser komische irgendwas Ding da. Warte, wie dieser gestörte Schotling. Die hocken ab und zu in den Sachen drinnen und chillen da ihr Leben. Ah, und die kommen dann aber ab und zu einfach mal so raus. Und ich reite hier gerade mit meinem Rabenfürsten rum. Ich finde den richtig nice. Ich mag den. Oder ehrlich gesagt, ich finde den richtig schön eigentlich. So, mal gucken, wie viele Apexis-Kristalle. Ich habe 112, was recht wenig ist. Dann werden wir hier mal Kaserne, Stufe 2. Fertig bauen. Krieg hier lauter neue Quests. Na gut, die eine Quest da oben, die habe ich schon, ist schon etwas älter. Habe ich hier noch was fertig? Nein. Aber ich kann zur Frostwallmine gehen. Frostwallmine, ey. Oh, was habe ich nie gekriegt? Cool.
Mögen euch die Winde leiten. Arbeitsauftrag. So. Rennische Samenkörner. Aber das war's jetzt eigentlich auch schon mal wieder. Ich hänge das einfach, glaube ich, mal in den nächsten Part einfach noch mit dran. Ja. Das werde ich noch dranhängen. Und dann würde ich natürlich sagen, noch, das habe ich letztes Mal nicht gesagt, da habe ich bloß auf Wiedersehen gesagt und so. Natürlich, bewertet ein Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Ich gucke jetzt, ob ich Post habe. Ich habe keine. Okay. Dann. Und natürlich noch Sunbros, Brace the Sun und Yo. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin unbesiegbar! Wir kämpfen gemeinsam oder sterben wir. Jetzt sterbt ihr! Garrosh! Frei! Ihr kommt zu spät, Alter. Die Horde hat hier einen Dienst. Nein! Es reicht, Garrosh! Nur ihr und ich. Ich fordere euch zum Mak'Kora heraus. Thrall, nein. Nun gut, Schamane. Bringen wir es allein zu Ende. Hier, wo alles begann. An den Prophetensteinen. Ja, da bin ich wieder. Und ihr habt leider diese epische Szene verpasst, aber ich konnte die leider nicht aufnehmen, weil würde ich sie hochladen, dann würde ich wahrscheinlich Ärger bekommen. So, wegen Urheberrechtsverletzung und so. Dachte schon, Marat wäre das, aber nein, Marat ist ja gar nicht da. Ich bin auf Stufe 100. Willkommen, Freunde der Frostwölfe. Die Eiserne Horde ist nach wie vor gefährlich. Wir sollten zuschlagen, wo es weh tut, und die Schwarzfelsgießerei zerstören. Vielleicht sollten wir ihre Verbündeten von ihnen abschneiden. Die Oger hier in Nagrand sind verwundbar. Guter Plan. Legen wir los. Ah ja. So, nachdem hier Garrosh besiegt wurde. Der Glaube ist mein Spiegel, doch mein Wille ist meine Waffe. Und dies wird vorübergehen. Ich bin mit der Hauptquest jetzt fertig. Das Blut der Frostwölfe ist dick. Bleib stark. Seid stark. Dieses Land ist nicht mit Azeroth vergleichbar. Trampelt unsere Feinde in den Staub. Ja, der arme Thrall hat jetzt den bösen Garrosh getötet. Ich zeig ihn euch nochmal. Also jetzt, wie er so da ist. In seinem Dasein. Hier. Garrosh Höllschrei, das Kriegshymne Clan Stufe 102, Leichnam Elite. Ah, okay. Ja, er wurde hier von so einer steinernen Hand gepackt und vom Blitz getroffen. Gucken, was sagt Blutschrei? Erinnerung an die Schlacht bei den Prophetensteinen. Ja, da könnte ich mir jetzt die Sequenz nochmal anschauen. Aber das werde ich nicht tun. Naja, Urheberrechte und so. Tut mir leid, Leute, aber es ist halt so.
Ich habe da schon von YouTube so eine Nachricht bekommen. Mit diesem Dingens da, wo ich durchs Portal bin. Und darum werde ich jetzt alle Videosequenzen, die ich noch aufgenommen habe, muss ich alle rausschneiden. So, dann werden wir hier mal gucken mit der Garnison, wie das da so, was die, wie weit so meine Leute sind. Erzsaun, da. Also ich hoffe, die ist bald mal auf 100, das wäre sehr gut. Ah, er hat den Schreckensraben sogar besiegt. Also, Olin ist auf 98, das passt sehr gut sogar. So, Dino-Schwärme. Ich habe bis jetzt noch niemand, der groß Dino-Schwärme so besiegen kann. Mal gucken. Luke Doll und Nachwuchsraufball, da habe ich leider noch keinen, der sowas machen kann. Ogerbeseitigung. Ah, verdammt. Da habe ich auch niemanden, der das machen kann, außer Penny, aber die ist nicht auf dem Level dafür. Auf die Pfoten hauen. Das kann ich mit ihm machen. Das macht sie und Probleme mit den Wurzeln. Das lasse ich sie machen. Weil sie hat eine sehr gute Chance, weil es im Wald ist. Herz der eisernen Horde. Ich kann da leider niemanden reinhauen. Das ist, finde ich, schade. Boah, jetzt, wer schreibt mir denn wieder? Ach, die schreiben mir SGZ, weil ich auf 100 bin. So, was kann ich hier denn? Die Feuerprobe, Langbogen der Prüfung ist immer noch schlechter als Hellschreis Kriegsbogen. Organisation Feuerprobe zu beginnen und Justin Borsch. Werde ich dann noch machen. Meine ganz eigene Festung. Damit 2000, ne? Und wertet auf Garnison 3.0 auf. Das werde ich noch machen. Natürlich, Leute. Okay. Gucken, wie lange würde das noch dauern, Berichte. Oh, es wird noch richtig lang dauern. Okay. Was braucht ihr? Also ich glaube, ich werde jetzt dann mir Oblivion auf PC hauen und dann spielen, weil Oblivion cool ist. Besser als Skyrim. Wobei ich von Oblivion das Kampfsystem nicht so, so knorkig finde, aber naja. Mit etwas Skill hier, so mit Dark Souls Skill, denke ich mal, dass ich das schon schön, dass ich helfen konnte. Schaffen werde. Seid gegrüßt. Drückt mir die Daumen, Leute. Dafür. Vielleicht kommt mal irgendwann ein Let's Play davon. Ich weiß aber nicht, ob ich jemals ein Elder Scrolls Spiel spielen werde. Oder an sich hier so Ring des Blutes. Okay. Ich weiß nicht, aber auch nicht, ob ich hier in Dingens ein hier so ein Dingsspiel spielen werde. Wie heißt es nochmal? Da kann ich gleich mal gucken, ob ich Oblivion hier irgendwo hab. Wenn nicht, muss ich das von meinem Bruder holen. Der müsste das ganz bestimmt haben. Ah, da ist ja Oblivion. Ah ja, also ein Bethesda-Spiel. Ich könnte auch Fallout spielen, aber naja. Sie jetzt in Ehren. Aber man muss sagen, Fallout ist auch richtig cool. Kriegsplanungskarte. Habe ich diese Kristalle da überhaupt? Nein. Wo kriege ich die überhaupt her? Weiß ich nicht genau. Naja.
Auf jeden Fall, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Okay. Dachte ich, würde jetzt über Items kriegen, aber naja, gut. Nein, das war's dann auf jeden Fall schon wieder. Mit dem, ich wollte halt euch das zeigen, dass ich noch Level 100 bin und alles. Ob danach noch was kommt, weiß ich nicht. Ich glaube mal, ich werde wahrscheinlich hier die Raids eventuell Waren aufnehmen. Waren zu verkaufen oder zu tauschen. Die Raids werden... Bleibt stark. Ich glaube auf jeden Fall kommen. Wenn ich mit den anderen die Raids mache, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Auch noch machen. Zeigen meine ich. Und... Was ich aber auch noch machen werde, ist, wenn ich versuche hier mal Feuerlande alleine zu machen auf Level 100, so mal so 10er normal, hat sie würde ich auf jeden Fall nicht packen, das weiß ich, das habe ich schon mit André gemacht. Da waren wir zwar auf 90, aber das ist so hart, das geht nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das packen werde, außer ich hätte den Legendary Ring und sowas und so. Aber da werde ich mal gucken. Ich habe da noch veraltete Sachen drinnen. Okay. Ja, da werde ich mal gucken. In dem Punkt auf jeden Fall. Bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und ja. Sunbros, praise the sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.